Hallo Leute, willkommen bei Hausflipper Farm Flipper. Dies ist Teil 22 und hier sind wir gerade dabei, ein Jungenzimmer einzurichten. Für einen Grundschuljungen ist so meine Idee. Ja, und ich wollte eigentlich auch mal farbmäßig voll in die Klischeekiste greifen. Also ich dachte an Blau, aber es ist doch irgendwie wieder in Richtung Grün gegangen. Wobei verschiedene grünliche Abstufungen, hier diese Dinosaurier sind ja mehr so Türkis-Petrol, aber viele Sachen gibt es nicht in der Farbe. Und darum ist der Rest wieder mehr grünlich geworden. Ich meine, man könnte natürlich schauen, ob es vielleicht den Schreibtisch auch in einem, gucken wir mal, wo es die Schreibtische gibt, in einem bläulicheren Ton gibt. Ja, dunkelblau. Ah, und es gibt ja auch den hier. Nee, das passt überhaupt nicht. Das geht gar nicht. Und dann lassen wir es so. Ach, und das ist ein Nachttisch. Okay, aber ich finde den mit den Dinos irgendwie besser. So. Ja, was ich jetzt noch dachte ist, irgendwie braucht der Bub noch Platz, um seine Spielsachen und Bücher einzuräumen. Vielleicht wäre hier so ein Kommodenschrank eine gute Sache. Gucken wir mal, was hier noch so geboten wird. Sowas in der Art, ja. Am besten eigentlich umgedreht. Also das höhere mehr links. Ob es das auch gibt? Scheint es nicht. Das ist ein heller. Und das ist, hat keine Farbangabe. Und das ist hier dieses grünliche. Ich meine, das ist ein Smaragd-Ozean. Oh, das passt, glaube ich, besser. Gucken wir mal. Oh, kleiner als ich dachte. Aber das Grün ist fein. Das ist nahezu perfekt. Vielleicht stellen wir da zwei von hin. Ach so. Wie sieht denn der andersrum aus? Nö. Muss schon so rum sein. Auf jeden Fall ist der gut. Und auch die Farbe gefällt mir gut. Fenrir. Vielleicht noch so einen kleinen Schrank? Nee, das ist wieder der hohe. Hä? Das ist hier ein kleiner. Das ist auch ein kleiner. Das ist jetzt ein kleiner heller. Irgendwie gibt es mit dem hier Probleme anscheinend. Und der ist, glaube ich, ziemlich niedrig. Aber ich guck mal, wie der so ist. Oh, den könnte man auch gleichzeitig so als Sitzbank nehmen. Der ist gar nicht so schlecht. Fenrir. Ich guck mal, ob es sowas auch als Schreibtische gibt. Weil diese Farbe fände ich relativ ideal. Hier, das sind die. Okay. Kann man, glaube ich, genauso gut nehmen. Ja, ich glaube, ich nehme den und verkaufe den anderen. So, und den Stuhl, gucken wir mal, ob es da auch Alternativen gibt.
aufheben. Jawohl. Suchen. Stühle. Das müsste es eigentlich geben. Ja, perfekt. Dann wird der hier auch verkauft. Zack. Gut. Und hier gucke ich mal noch nach irgendeiner kleinen Sitzgelegenheit. Vielleicht so ein Sitzkissen hier. Bietet sich ja total an. Und hier das da unten ist vielleicht in einem Braun besser. Ja. Es ist hier zwar kein so ein gemütlicher Lümmelsack oder so. Also zum Rumlümmeln meine ich. Aber ist zum Beispiel vielleicht gut geeignet, wenn Muttern mal bei den Hausaufgaben helfen soll. Dann kann sie sich hier hinhocken und kann sich den vielleicht auch nebendran stellen. Oder wenn Bübchen hier einfach mal was lesen will. Was bei besonders lerneifrigen Bübchen auch mal vorkommt. Dieses Bett ist jetzt farblich ein bisschen ein Ausreißer. Da gucke ich mal, ob sich da vielleicht noch Varianten finden lassen. Das hier sind die auch diese Fenrir-Möbel, aber als Hochbett. Und Hochbett steht ja irgendwie nicht an. Wir haben, glaube ich, dieses hier. Nee, da gibt es leider kein passendes farbliches. Also dann lassen wir das Bett so, wie es ist. So. Jetzt ein Teppich. Und dann gucke ich noch nach einem Sitzsack. Den könnte man vielleicht noch hier installieren. So. Also ein Teppich. Boden. Ich glaube, das ist beim Möbelbereich Boden und hier sind wir schon bei den Teppichen. Da gibt es natürlich gleich ziemlich coole. Aber die Frage ist, ob das hier nicht zu unruhig ist. Ich glaube, das ist ein bisschen zu unruhig. Beziehungsweise ein bisschen unruhig wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Kinder können das eher ab. Obwohl, können sie es wirklich eher ab. Es wird ihnen immer wieder, werden ihnen unruhige Teppiche geboten. Aber ob sie damit wirklich gut klarkommen, wage ich fast noch ein bisschen zu bezweifeln. Ich meine, es wäre schön, ein Teppich, der irgendwie zur Eisenbahn passt. Da ist vielleicht dieser hier gar nicht so schlecht, weil der so ein bisschen nach Landschaft aussieht. Mal gucken, wie der so kommt. Da muss man dann natürlich die Eisenbahn irgendwie drauflegen. Aber farblich passt der nun mal gar nicht zum Rest. Das schon eher. Ich frage mich, ob die Eisenbahn sich da drauflegen lässt. Na, zur Not muss ich einen Teppich verkaufen. Er ist auch ein bisschen zu klein. Jetzt gucken wir mal so. Ja, damit hätte man dann einen ordentlichen Spielteppichbereich. Aber farblich passt er nicht gut genug.
Das ist zu bunt. Tja. Das gefällt mir nicht. Gucken wir mal weiter. Musterteppich Dog. Zu grau. Das wird natürlich Landschaft reinbringen, aber nicht so, dass es die den Eisenbahnbau unterstützt. Dies hier wäre schon passend, aber ist zu bunt. Ist das schon der große? Dafür ist er ziemlich klein. Wo die Bilder doch immer so überdimensioniert sind. Also der eher nicht. Ein Dino-Teppich käme wohl auf alle Fälle in Frage, ist aber auch zu klein. Da könnte man eher einen klitzekleinen am Bett machen. Sowas hier. Aber erstmal weitersuchen nach einem großen Spielteppich. Dann schauen wir mal hier. Okay, das ist ein großer Spielteppich. Ein sehr großer Spielteppich. Ah, da findest du nichts beim Aufräumen. Da entfällt dann wohl auch der große Dino-Teppich. Sowas hier ist so halbwegs neutral. Gucken wir mal. Ist ein bisschen arg farbkräftig. Und die Frage ist, ob man mit diesen Linien auf Dauer gut leben kann. Oder ob die einen nicht irgendwie schwindlig werden lassen. Tja, sieht ja richtig schlecht aus für einen. Der hier ist eigentlich sehr schön. Der kommt für mich fast am ehesten in Frage. Ist dann natürlich wieder ein Schritt zurück in Richtung Grün-Grün. Das soll zwar irgendwie so Meeresgrün sein. Wie heißt das? Meeresblau. Finde ich ja nun mal gar nicht. Und das Hellblau passt irgendwie auch nicht. Und das Blau passt auch nicht. Ich gucke einfach noch mal das Hellblau. Nee, dann eher das Grün, weil es dann... Das kann man als Wiese verkaufen. Also, ich würde sagen, im Zweifelsfall den. Hier haben wir noch einfarbige. Das sind dann die ganzen uralten Teppiche. Wobei mir hier früher dieser gelbe Teppich, glaube ich, immer ganz gut gefallen hat. Nur der ist so ein bisschen sehr winzig. Da passt die Eisenbahn gar nicht drauf. So, grüne Blumen. Nö, auch zu klein. Der da, was ist das für einer? Ah, du.
Der ist auf jeden Fall neutral, aber da passt die Eisenbahn auch nicht drauf. Was ist denn das hier Interessantes? Mal gucken, wie der aussieht. Tja, ich meine, alternativ könnte ich hier einen Teppichboden reinlegen. Aber hier, den finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Aber er passt nicht. Ist ja erstaunlich, dass sie hier unten jetzt auch neue haben. So, da fand ich den anderen besser. Jo, hier ist eine ganze Menge neu. Weil sonst ist meistens unten sind die alten Sachen. Teppichwachse. Das ist mir so Flickenteppich, aber der wird wohl auch nicht passen. Sieht auch nicht so schön aus. Also. Dann werfe ich vielleicht noch mal einen Blick auf die Bodenbearbeitung. Abdeckungen. Das sind, glaube ich, die Teppiche. Heller Teppichboden Gras. Ja, gibt's wohl nur in Grün. Wobei natürlich Gras schon cool wäre für so ein eine Eisenbahn. Teppich Semper Grün. Tja. Das hier wäre eher so ein Grün, was passen würde. Ich probiere mal den. Fangen wir hier an. Dann sieht es nämlich immer noch aus wie ein hingelegter Teppich, obwohl es eigentlich ein Teppichboden ist, dachte ich mir. Ja, sowas finde ich jetzt passend. Und dann noch den kleinen Dino-Teppich hier. Obwohl, mal gucken. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Den müsste man ja hoffentlich schnell wiederfinden. Kürzlich angesehen. Oh, der ist schon durchgerutscht. Dekoration, Boden. Aber ich weiß ja jetzt, wonach ich suche. Vielleicht lieber den in viereckig. So, und dann klein, genau. Oh. Der ist zu groß. Der runde ist deutlich kleiner. So. So. Gut. Okay, jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall noch ein großes Bild. Und Lampe. Gedöns, keine Zimmerpflanzen, glaube ich. Das ist mehr was für größere. Also erstmal brauchen wir Gemälde. Ein großes, kindgerechtes Bild. Ja, hier mit einer Eisenbahn. Das ist doch eigentlich schon mal cool. Das würde ich dann eher hier hinhängen.
Ja, muss sein, denke ich. Querformat wäre mir zwar lieber gewesen. So. Ich glaube, Dino-Bilder gibt es nicht. Farblich würde die Meeresschildkröte noch passen. Die könnte man hier noch so übers Bett hängen. Und wo war noch Platz? Mal gucken. Hier noch. Da kommt noch was drüber. Aber natürlich nicht noch eine Meeresschildkröte. Keine Sorge. Aber etwas in, ja, Klein- und Querformat bevorzugt. Sterne kann ich mir für einen Bub auch vorstellen. Natürlich auch für ein Mädchen. Ich habe mich super für Sterne interessiert. Ich war absolut vernarrt in alles, was mit Sternen und Raumfahrt zu tun hat. So. Ich glaube, das war's hier schon fast, was in Frage kommt. Aber jetzt kommen hier nur noch die Obwohl, die Waldeule wäre auch schön. Die ist schön. Jo, die nehme ich mal hier hin. Okay. Jetzt noch eine Lampe. So. Lichter. Deckenlampen. Tja. Kürbisglühlampen. Eher nicht so passend. Aber hier diese da wären vielleicht schon passend. So hängende, girlandenmäßig hängende Lichterkette käme auch in Frage. Ja, das sind jetzt die Ururalpen. Ich meine, wenn man sich das hier so anguckt, da hat sich Haus Flipper schon extrem weiterentwickelt. Ah, das legt man selber. Das ist ja cool. Ich glaube, ich habe Small gewählt. So. Das müsste reichen. Und das ist übertrieben. Das ist mehr als übertrieben. Was hat mich denn da geritten? Das probieren wir nochmal. Da machen wir vielleicht drei. Weil es ist ja keine Lichterkette, sondern... Gut, es ist eine Lichterkette. Aber die sind ja viel zu groß für so alles vollgemacht. Selbst das ist ein bisschen übertrieben. Ja, das ist übertrieben. Wenn die kleiner wären, dann wäre das okay. Was haben sie sich denn dabei gedacht? Vielleicht für draußen oder so? Billig ist es ja. Sehr billig. Vielleicht mache ich die einfach in die Mitte des Raums mehr oder weniger und so, dass es nur zwei sind. Ja, das ist okay. Und jetzt ein Lichtschalter. Dann nehmen wir hier so einen einfachen. So, machen wir mal an. Wie? Okay.
Gut, die gehen nicht mit Lichtschalter an, aber so what. Und jetzt noch eine kleine Stehlampe. Da könnten wir auch noch mal diese Mondlampe nehmen. Denn die fände ich doch recht passend. So. Mondlampe finde ich eine super Idee. Und dann brauchen wir wieder diverse Schreibtischsachen. Das ist, glaube ich, eher bei Zubehör. Büro. Nehmen wir wieder den kleinen Stiftehalter. Oh, die Stifte gibt es in Meeresblau. Aber nicht das Gerät. Gold. Beige. Ach, nehmen wir das so. Das passt hier gerade so hin. Auf das Nebentischchen. Aber beim Mädel hätte man natürlich auch einen kleinen Computer reinstellen können. Aber nee, den hat sie gerade mit in der Schule, ihr Notebook. Ausreden, Ausreden. Lüstel, Lüstel. Hobby. Ein Springseil wäre doch cool. In verschiedenen Varianten. Ah, so. Nehmen wir es so und legen das hier hin. Cool. Und Dart erlauben wir ihm noch nicht. Aber ein kleiner Bücherstapel geht in Ordnung. So, den lehnen wir hier so ein bisschen an. Was es hier schon alles gibt inzwischen. Gut, Kinder. Na, da könnten wir hier so eine nette, knuffige Kuh irgendwo hinsetzen. Oh, die ist ja ganz schön groß. Das ist die kleine. Aber hier passt die gerade noch hin. Fluoreszierender Wandstern. Oh cool. So, das muss reichen. Fürs Erste. Ein Ball kann man da auch irgendwo unterbringen. Den legen wir mal hier hin. So, jetzt haben wir immer noch nichts auf dem Fensterbrett. Spezielle Objekte. Okay, Schneiderform. Nee, dann gucken wir mal lieber bei Dekorationen. Stehende Deko. Verschiedenes. Ich denke mal, ein Globus passt jetzt nicht schon wieder. Buchstaben. Muss jetzt auch nicht sein. Skulpturen? Nee. Blumenvasen braucht ein Bub auch nicht. Nee. Tja. Uhren?
Eine Kinderuhr ist eine gute Idee. Aber die ist mehr was für die Wand. Na komm. So. Jetzt haben wir immer noch nichts fürs Fensterbrett. Ich suche noch einmal, vielleicht bei den Kindersachen mehr. Das wäre dann Zubehör, Kinder. Vielleicht hier Plüschtier, Bessie. Ja, das ist auf jeden Fall klein. Das ist gut. Das machen wir hier. Soll bei den Hausaufgaben motivieren. Und das gibt es auch noch in der Sitzvariante. Sehr gut. Und dann packen wir hier noch den Pinguin-Plüschtier-Bob. Jawohl. Ich denke mal, das passt dann so. Ja, würde ich schon sagen. Okay, gut. Dann fangen wir das nächste Mal mit dem Klischeezimmer für ein kleines Mädchen an. Also ein Mädchen, das jünger ist als hier dieser Bub. So, ja, Kleinkind, Kindergartenalter rum. Jo, da freue ich mich auch schon drauf. Ist mal was anderes. Ich traue mich sonst immer nicht so arg in die Klischeekiste zu greifen. Und dadurch entgehen einem natürlich auch viele interessante Sachen. Und ja, Mädchenzimmer ist, glaube ich, besonders krass. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.